willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir nochmal zwei Remakes. Und zwar bin ich jetzt an einer Stelle zurückgekehrt, wo ich bei einem meiner allerersten Videos war. Und zwar zu dem Wartturm am Hellweg. Und der versteckt sich dort. Das ist die besagte Wartturmruine hier. Und was sieht man? Man sieht nichts außer einen großen Busch. Das Ganze wird einem auch noch als Aussichtsturm verkauft. Ihr seht ja, was es hier dann für eine Aussicht gibt. Okay, weiter durchs Grüne. Wobei, das ist die Ruine. Besser gesagt, der Stumpf eines Wartturms. Oder Überbleibsel. Hier seht ihr ja die Treppe, die da hoch geht. Also ich gehe jetzt nicht da hoch. Weil ich finde diese Treppe ehrlich gesagt gefährlich. Normal müsste man sie sperren oder ein Schild dran machen. Benutzt überhaupt eine Gefahr. Das ganze Ding ist weiter zugewachsen. Ich habe jetzt hier keine Lust. Die nassen Brennnesseln, weil es gerade geregnet hat. Aber wenn man da hoch geht, steht man knapp 2 Meter höher. Und so Warttürme, die findet man an sich überall. Und das kann man auch daran sehen, weil da steht dann am Wartturm zum Beispiel. Oder Landwehr haben uns auch genannt. Die Dinger, die standen ein paar Kilometer vor den Orten, vor den Städten. Das sind meistens mehrere. Und die waren immer besetzt. Und zum Beispiel, wie man es hier auch sieht, da war noch mal eine Mauer drumherum. Eingangsbereich. Ich gehe mal davon aus, dass das hier einfach nur nachgemauert ist und dann größer war. Also ich meine, dass dieser Bereich insgesamt größer war. Und oben auf dem Wartturm, die waren immer so 6, 7, 10 Meter hoch. Davon aus wurde natürlich Ausschau gehalten. Und zwar ob der Feind kommt, der Böse. Wenn er kam, wurde halt ein Signal gegeben, was auch in der Stadt gesehen wurde. Dann wurden die Tore geschlossen und der Feind blieb draußen. So, und das ist dann das Ganze mit dem Wartturm. Das Ding hier ist selbst in dem Zustand ein Witz, ehrlich gesagt. Hier wird sich nicht drum gekümmert, nichts freigeschnitten und dergleichen. Und trotzdem wird der von dem Ort, wo er zugehört, angepriesen als Aussichtsturm. So was nämlich schon alleine frech hat. Und jetzt fahre ich einfach einen weiter und dann gucken wir uns eine Kalkmühle oder ein Steingrab an. Und weiter im Text. Was jetzt kommt, das ist dann auch eins meiner ersten Videos gewesen. Nur das hier dann und dieser Wartturm, das waren relativ kurze Dinge am Anfang. Die packe ich diesmal in einen zusammen. Und wo bin ich? Bei den alten
Steinkammergrab oder Steinkistengrab. Und dieses Ding hier ist 4.500 Jahre alt. Als das Ding hier ausgegraben wurde, das war während des Nazi-Regimes. Und zwar ist es von den Leuten in der schwarzen Uniform von der SS ausgegraben worden. Weil wir sind ja auch in der Nähe der Wewelsburg. Und Himmler hatte hier auch Archäologen dagegen stationiert, die Ausgrabungen machen sollten, um halt seinen Wahn und seine Theorien zu bestätigen. Was der in Wirklichkeit hatte, das könnt ihr bei diversen Magazinen und Wissenschaftsveröffentlichungen viel besser erfahren, als dass ich euch das jetzt hier erzählen kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Ding ist im Grunde von den Nazis entdeckt worden. Und selbst hier auf der Friedrichschen Tafel steht nicht drauf, wann das ausgegraben worden ist. Das sagt auch schon einiges aus. So. Jetzt gucken wir uns das noch einmal von der Seite an und dann ist es soweit. Und dabei belassen wir es jetzt auch. Zwei kleine einfache Dinger. Gibt es, wo es nicht viel zu sagen gibt, die in der Landschaft stehen, die man sich einfach so angucken kann. Und damit ist das Video dann vorbei. Ihr wisst ja, was kommt. Macht's gut, lasst ein Abo da, ein Like, auch mal einen Kommentar. Und Video zu Ende und aus.